Die Wettershow. Ein bisschen Sonne, ja, das hatten wir gestern doch auch in vielen Ländern. Heute ist das eher mit vereinzelten Stellen zu sehen. Wir haben auch hier noch Klaffer am Hochficht. Also wir sehen hier wirklich das Wetter, das dominiert wirklich den heutigen Tag, den Freitag, den 15. Mai. Und das sehen wir hier jetzt auch auf der Europakarte. Also besonders hier in Mitteleuropa viel, viel Regen mit nur 11 Grad. Hingegen in London schon ein Mix aus Sonne und Wolken mit 16 Grad. Berlin 15 Grad, da kommt die Sonne noch ein bisschen mehr heraus. Und wie auch gestern in Rom 21 Grad. Also wunderschöne Temperaturen im Süden. Österreich schaut genauso aus, wie ich es gerade gesagt habe. Kühl und regnerisch gehen wir durch diesen Tag. 14 Grad im Westen, das zieht sich wirklich bis in den Osten. Und am kältesten ist es in Salzburg mit 8 Grad, Linz mit 8 Grad und Zwettl. In den südlichen Bereichen doch bessere Temperaturen, 19 Grad, 16 Grad in Graz. Schauen wir auf die 24-Stunden-Prognose im Westen. Wie bereits erwähnt, Start in den Tag mit Regen, das zieht sich über den gesamten Tag über. Die Temperaturen sinken auch immer mehr, bis 15 Grad bis am Abend. Im Osten dasselbe Bild, auch ganz, ganz viel Regen, 12 Grad, 13 Grad und sogar abends geht es auf 9 Grad hinunter, aber es wird besser. Und das sehen wir hier, morgen haben wir schon ein bisschen die Sonne mit dabei, Sonntag, Montag, dann hoffentlich auch wieder viel Sonnenschein gebahrt mit 18 Grad. Und im Osten, ja, da dasselbe Bild, beziehungsweise eine sticht heraus. Ab Montag wieder Sonnenschein und 23 Grad und die Woche geht dann auch sonnig weiter. Ja, wir gehen jetzt in eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für Sie zurück.